heute ein handelsübliches europäisches PAL BNAs umbauen. Bei eBay gekauft, schön eingesaut, hier Aufkleber, Cola-Reste. Ich würde sowas nicht so verkaufen, aber gut. Für Testzwecke reicht es auf jeden Fall. Als erstes müssen wir natürlich das Gehäuse öffnen. Dazu gibt es hier unten 6 Schrauben. Die müssen wir öffnen. Zum Glück haben die alten Konsolen im Gegensatz zu den neueren ganz stinknormale Kreuzschrauben, weswegen wir das eigentlich mit jedem Schraubenzieher öffnen können. So. Wenn alle Schrauben geöffnet sind, einfach den Deckel abnehmen. Bei der Gelegenheit bietet sich natürlich auch an, bei solchen Geräten dann das Ganze mal zu reinigen, ohne dass die Elektronik dabei kaputt geht. So. Die Schrauben sollte man sinnvollerweise auflegen, auch wenn es oft der Fall ist, dass man am Schluss mehr Schrauben übrig hat, als das vorher war. Als nächstes müssen wir das Abdeckblech wegnehmen. Dazu müssen wir hier diverse Schrauben lösen. Ist ein bisschen eine Schrauberei. Wenn wir jetzt alle Schrauben gelöst haben, können wir hier die Blende runternehmen. Und als nächstes muss der Cartridge-Slot abmontiert werden. Dann lösen wir die beiden Schrauben. Die beiden hinteren Schrauben hier sind länger als die anderen, deswegen die separat aufheben. Das ist sehr wichtig, dass die dann wieder an Ort und Stelle lang. Aber sie lassen sich auch leicht farblich unterscheiden, weil im Gegensatz zu allen anderen Schrauben, die golden sind, sind die beiden silbern. Nachdem die Schrauben gelöst sind, kann man erstmal die Schublade ganz leicht nach vorne leicht anheben, rausziehen, zur Seite legen. Auch hier hat man, da kann man ein bisschen Öl reintun, damit es nicht mehr ganz so quietscht hier bei den Federn. Als nächster Schritt muss die Platine umgedreht werden. Dazu müssen wir noch ein paar Schrauben lösen. Die befinden sich hier und hier am Videoausgang. Das ist NES. Nachdem die beiden Schrauben jetzt gelöst sind, können wir die Platine rausnehmen und umdrehen. So. Als nächstes muss der blaue Steckkontakt nach draußen abgezogen werden. Das muss man manchmal ein bisschen rütteln. Und auch der Controller-Port vom zweiten Controller muss abgenommen werden. Danach lässt sich die zweite Metallblende abnehmen. Wir lösen jetzt den anderen Controller-Port auch noch. Das Herzstück vom NES. Der Chip, um den wir uns jetzt kümmern müssen, hat ein Nintendo Copyright aufgedruckt und außerdem die Aufschrift 3195A. Wir müssen auf der Unterseite das vierte Beinchen durchtrennen. Leider fokussiert die Kamera so nah nicht mehr. Deswegen blende ich jetzt gleich nochmal ein Bild ein, auf dem genau gezeigt wird, welches Beinchen durchtrennt werden muss. Ich habe das Ganze bis jetzt immer mit einem Stilett gemacht, weil die ziemlich scharf sind und auch sehr präzise. Ihr müsst das Beinchen nicht rausrupfen, das wird wahrscheinlich eh nur dazu führen, dass der Chip beschädigt wird. Am besten einfach wirklich nur durchtrennen und danach die Kontakte auseinanderbiegen, sodass sie auf keinen Fall mehr zusammenkommen können. Das war's auch schon, mehr muss nicht gemacht werden, das heißt, die Konsole kann jetzt wieder zusammengeschraubt werden. Als erstes setzen wir die Blende wieder auf. Hier ist übrigens der Erweiterungsport, der bei den PAL-Konsolen niemals benutzt wurde oder meines Wissens nach nicht benutzt wurde. Im nächsten Schritt packen wir die Platine wieder ins Gehäuse. Dazu die Steckkontakte wieder anbringen. Die sind verpolungssicher, also da könnt ihr nichts falsch machen. Beim Einlegen der Platine etwas darauf achten, dass ihr keines der Kabel unter eine Schraube einklemmt. Die beiden Schrauben am Videoeingang können nun wieder festgeschraubt werden. Danach kann die Schublade wieder eingesetzt werden. Hier darauf achten, dass die beiden silbernen Schrauben
hinten eingesetzt werden. Beim Einbau der beiden vorderen Schrauben ist darauf zu achten, dass sie nicht zu festgezogen werden, weil das dazu führen kann, dass die Schublade nicht mehr korrekt einrastet. Solltet ihr also nach dem Umbau das Problem haben, dass eure Schublade hängen bleibt oder klemmt, müsst ihr die Konsole nochmal öffnen und die beiden Schrauben eventuell etwas lösen oder nachziehen. Nachdem wir die Schublade festgeschraubt haben, können wir das Schutzblech wieder anbringen. Dazu einfach die Schrauben alle wieder reindrehen. Im letzten Schritt dann wird der Gehäusedeckel wieder aufgebaut und wir setzen die 6 Schrauben wieder ein. Damit ist der technische Part des Umbaus vorbei. Bleibt nur noch eins zu tun: testen, ob der Umbau erfolgreich war. Dass der Bildschirm nicht mehr blinkt, ist ein sicherer Indikator dafür, dass ihr beim Umbau alles richtig gemacht habt. Bleibt mir also euch nur noch viel Spaß zu wünschen mit eurer neuen Multinorm-Konsole.